Dieser Rechner hier richtet sich keinesfalls an diejenigen unter euch, die den Laptop dazu benutzen, Fotos zu speichern, Schulsachen zu machen oder Videos zu gucken. Das neue 15 Zoll MacBook Pro ist ein absolutes Biest und richtet sich ganz klar an Filmmaker, Fotografen oder generell Creative Producer, die so viel Power wie möglich unterwegs benötigen. Und genau in Betrachtung dieses Gesichtspunktes werden wir heute in diesem Review klären, ob sich der Rechner für eben jene lohnt oder eben nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Über das Design des neuen MacBooks brauchen wir gar nicht sprechen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nichts verändert und das Teil strahlt nach wie vor gerade in Space Grau eine Eleganz aus, welche es erstmal zu toppen gilt. Zudem ist das Ganze traumhaft verarbeitet und beim Benutzen, sei es zu Hause oder unterwegs, lässt einen das schnell den extrem hohen Preis vergessen. Die Baseline-Config bekommt man ab 2800 Euro, doch wenn man den Arbeitsspeicher auf 32 GB aufstockt und den i9-Prozessor verbauen lässt, kann man schon gut und gerne bei über 4000 Euro landen. Ja, ihr habt richtig gehört, 4000 Euro und maximal 32 GB RAM und einen 6-Kern 2,9 GHz i9 mit Turbo Boost bis zu 4,8 GHz. Dass sowas überhaupt möglich ist, wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen und ihr könnt euch vorstellen, wie unglaublich es ist, mit dem MacBook zu arbeiten. 4K Videoschnitt macht unendlich Spaß, Renderzeiten werden maßgeblich verkürzt und dank des guten Displays kann man seine Bilder auch unterwegs angenehm bearbeiten. Die Displays in den MacBook Pros waren schon immer genial und werden es hoffentlich auch immer bleiben. Der SD-Kartenslot im Gegenzug durfte nicht für immer bleiben und ist schon seit 2016 nicht mehr vorhanden. Schlechter Übergang. Check. Auch wenn viele Bugs, Unzuverlässigkeiten und generelle Probleme des MacBooks in diesem Jahr gefixt wurden, kann ich wirklich jeden verstehen, für den das ein K.O.-Kriterium und ein Grund ist, den Rechner ganz einfach nicht zu kaufen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich liebe macOS, das Display, die Verarbeitung und eigentlich fast alles, was das MacBook mit sich bringt. Doch ein Rechner, welcher sich ganz klar an Menschen richtet, die das MacBook als mobiles Arbeitswerkzeug benutzen, ohne SD-Kartenslot zu verkaufen, wirkt gerade in Betrachtung der Specs irgendwie lächerlich. Die 4 Thunderbolt 3 bzw. USB-C-Anschlüsse sind am Ende des Tages überhaupt nicht so belastend, wie es scheint. Ich habe das Gefühl, wir kommen immer mehr und mehr zu dem Trend, dass einfach alles USB-C wird und ein Adapter für ältere Geräte braucht man wegen dem SD-Kartenslot ja trotzdem. Was dieses Jahr auch verbessert wurde, war die Tastatur des neuen MacBooks. Man setzt zwar immer noch auf den Butterfly-Mechanismus, die einzelnen Tasten wurden aber besser abgedichtet, um Staub unter der Tastatur zu vermeiden. Dadurch klemmte die Tastatur des alten MacBooks in der Vergangenheit gelegentlich, abgesehen davon ist sie aber damals wie heute sehr ergonomisch und längeres Tippen fühlt sich nicht nur super an, nein, auch das Geräusch der Tasten ist wirklich nice. Ähnliches gilt für das Multitouch Trackpad und so viel lasst euch gesagt sein, es gibt kein besseres Trackpad auf dem gesamten Markt. Es ist schön groß, klickt sich sehr angenehm und die Multitouch-Gesten verbessern den Workflow erheblich. Mir persönlich war es beim Schneiden unterwegs teilweise sogar zu groß, um die Hand bequem auf der Tastatur abzulegen, doch alles in allem ist das Eingabegefühl, sei es eben durch das Trackpad oder die Tastatur, genauso atemberaubend wie das Design und die Aufmachung. Passt also super zur generellen User Experience. Was mir wiederum nicht hundertprozentig gefallen hat, war die Touchbar. Ja, sie verursacht zwar weniger Probleme als im alten MacBook Pro, doch ich persönlich konnte mich trotz vielen nützlichen Funktionen noch nicht wirklich mit ihr anfreunden. Klar, Emojis und Shortcuts auswählen ist unheimlich praktisch und Touch ID erspart einem oft die Passworteingabe, aber beim Benutzen würde ich sie, zumindest Stand jetzt, irgendwie nicht wirklich vermissen. Wenn man plant, auch unterwegs auf die Power des MacBooks zu setzen, muss ich euch leider bei einer Sache enttäuschen und das wäre die Akkulaufzeit. In der Bahn oder im Flugzeug hat man mittlerweile ja sowieso Stromzugriff, aber falls man ohne auskommen muss, wird das wirklich ein Rennen gegen die Zeit. Einige Stunden Videos anschauen oder Texte verfassen ist in keinem Fall ein Problem, aber Grafik- bzw. CPU-aufwendige Arbeitsprozesse fressen die Batterie des MacBooks förmlich auf. Ähnlich überbeansprucht wird der Lüfter des Rechners. Selbst beim i7-Modell springt er eigentlich bei jeder Kleinigkeit an und das MacBook ähnelt in nur wenigen Minuten einer Heizung, welche voll aufgedreht ist. Das ist zwar nicht wirklich dramatisch, weil alles so funktioniert, wie es sollte, aber wirklich gesund ist das auch nicht und man selbst fühlt sich natürlich schon ein wenig unwohl. Stärkere Lüfter im neuen Mac hätten also vor allem dem i9-Modell auf jeden Fall in die Karten gespielt. Für alle Gamer unter euch, die größte Grafikkarte im Mac mit 4 GB VRAM macht es durchaus möglich, auf dem Laptop zu zocken. Ich persönlich finde aber, dass die Gaming-Leistung im MacBook Pro genau zwischen recht wenig und gut liegt. Dementsprechend solltet ihr also nichts Übermäßiges erwarten, auch wenn hin und wieder eine Runde Counter-Strike mit mittelmäßigen Settings und ca. 100 FPS durchaus möglich ist. Fazit: Lohnt sich das MacBook auf jeden Fall. Wer den Rechner wegen dem Pro im Namen kauft, kommt auf jeden Fall auf seine Kosten und bekommt eine deutlich bessere und auch zuverlässigere Version als im Vorjahr. Allerdings gibt es immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die Apple dem MacBook in den Weg legt, um es zu dem perfekten Power-Rechner für unterwegs
zu machen, den man bedenkenlos jedem empfehlen kann. Wie dem auch sei, das war mein Review zum MacBook Pro. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Ciao.